Warum Bowie? Ich glaube, es gibt so Künstlerinnen und Künstler, also Musiker und Musikerinnen, die uns ganzes Leben lang begleiten und immer mehr und immer wieder im Leben auftauchen. Alles, was er gemacht hat, war immer zeitlos. Also das hatte zwar so eine Ästhetik von einer Dekade, von einem Jahrzehnt, von einem Trend. Bowie hat vielen Menschen gezeigt, dass es auch okay ist, wenn man out of the box denkt, wenn man ein bisschen nicht immer dem Mainstream folgt und das auch geschafft hat, mit nicht immer sozusagen ganz geradliniger Musik trotzdem die Hitparaden zu stürmen. Wir haben ja vor 5 Jahren circa begonnen, die David Bowie-Musik zu spielen, gemeinsam. Und damals bei dem Tribute haben wir eine große Band gehabt und die haben wir jetzt reduziert. Umso intimer ist alles geworden, sehr persönlicher. Zuerst müssen wir es einmal reduzieren, immer auf das Wesentlichste und den Kern rauszufinden. Aber auf der anderen Seite ist es für uns natürlich total wichtig, dass wir unseren Touch dazu finden und auch unseren Zugang, wie wir die Komposition spüren. Wenn man die Songs in ihrer Purheit am Klavier so arrangiert und seziert und spielt, merkt man, dass er ein Kanal war. Der war ein Kanal zu irgendwas Höherem. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich aus einer Musik mehr entdecken habe können als aus diesen Bowie-Songs. Ich glaube, dass jeder, der Bowie-Musik mag, findet für sich einen eigenen Draht, eigene Erklärungen. Wenn wir das machen, wollen wir auch was Karitatives damit bezwecken. Und wir haben 2 Institutionen herausgesucht. Zum einen Hospiz Österreich mit allen Landesverbänden unterstützen Menschen, die Sterbebegleitung machen, die Trauerbegleitung machen, die einfach in den schwersten Stunden für andere da sind. Und dann haben wir gedacht, naja, alles, was wir im Ausland an Gewinn hereinspielen, das soll Save the Children zugutekommen. Das ist eine Organisation, die Kindern hilft, die in Not sind, im Regelfall auch in Kriegsgebieten in Not sind. Und ich weiß auch aus mehreren Quellen, dass David Bowie selbst diese Organisation immer unterstützt hat. Und das war die Idee. Ich habe gesagt, dann nehmen wir diese Organisation. Wenn wir Bowie-Album machen, dann wollen wir auch was unterstützen, was ihm wichtig war. Unser Lebensweg hat eine Melodie. Die Begleitmusik ist ganz verschieden, aber sie klingt ganz besonders am Ende des Lebens. Helfen Sie mit bei einem Projekt, das eigentlich dem Leben gewidmet ist. Dem Leben bis zur letzten Stunde.